Yeah! Licks raushören für dein eigenes Solo. Was soll denn das schon wieder? Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei den Saxophon Praxistipps. Wir sind in unserer Challenge zum Thema Improvisieren, Einstieg in die Improvisation. Ich will dir mit kleinen Impulsen zeigen, wie du dein Solospiel verbessern kannst. Und ein wichtiges Thema sind auch Licks, ja, Phrasen von anderen Saxophonisten raushören. Wenn du vielleicht irgendeinen, ich sag mal, Lieblingssaxophonisten hast, dann hör dir von dem mal ein Solo an, ja, und versuch mal herauszufinden, gibt es irgendwo eine melodische Phrase, irgendeine Melodie, die an seinem Solo spielt, die dir besonders gut gefällt, ja, und wenn dir diese Phrase besonders gut gefällt, hör sie dir immer wieder an und immer wieder und immer wieder und immer wieder, ja, immer wieder diese eine Phrase, bis du die im Ohr hast, bis du sie vielleicht sogar singen kannst. Und wenn du die Phrase singen kannst, dann nimm dir dein Saxophon und versuch mal Ton für Ton rauszukriegen. Was für Töne sind denn da? Was spielt der denn da? Und dann schreibst du dir diese Phrase auf, ja. Und dann hast du ein, ich sag mal, ein Lick, so nennen die Jazzmusiker das, eine Phrase von einem anderen Musiker, die du besonders gut findest. Und dann versuchst du mal diese Phrase vielleicht auch mal in dein Solo einzubauen. Ja? Das ist sowas, was wir an der Hochschule sehr viel gemacht haben. So an den Jazzhochschulen wird das viel gemacht, dass man also Licks und Phrasen, manchmal sagt man auch Pattern von anderen Musikern, dass man die lernt, damit man sie im eigenen Solo auch spielen kann. Und wenn ich sage, dass man die lernt, was dann normalerweise gemacht wird, das ist natürlich schon ein bisschen anspruchsvoll, dass du so ein Lick nimmst, das dir gut gefällt und fängst an, das Lick in allen 12 Tonarten zu lernen. Also einfach mal ausprobieren, auch in anderen Tonarten. Vielleicht schreibst du dir das mal auf und transponierst das in die anderen Tonarten, dass du dieses Lick dann in allen 12 Tonarten spielen kannst. Und dann in dein eigenes Spiel auch einbauen kannst. Und das ist natürlich ganz fantastisch. Es erinnert mich ein bisschen daran, wenn man in der Schule eine Sprache lernt, sagen wir mal Englisch, du lernst Englisch. Man lernt ja nicht nur so die Worte zu übersetzen, sondern man lernt in einer Sprache auch gewisse Licks, Phrasen, Pattern. Oder in der Sprache würde man sagen Redewendungen. Das ist genau dasselbe. Ja? Du lernst gewisse umgangssprachliche Redewendungen, wenn du nämlich einfach nur Wort für Wort einen deutschen Satz ins Englische übersetzt, dann klingt das vielleicht ein bisschen merkwürdig. Dann hören die sofort, ja, das ist ein Deutscher, der jetzt versucht, Englisch zu reden. Wenn du aber die Redewendung lernst, dann bist du in der Sprache viel tiefer drin und dann hast du auch die Sprache, wie die Leute das vor Ort sprechen. So ist das in der Musik auch. Es gibt also gewisse Licks, die von vielen Musikern immer wieder benutzt werden. Und wenn du da irgendwas hörst bei deinem Lieblingssaxophonisten, was dir melodisch sehr gut gefällt, versuch mal herauszufinden, was das für eine Phrase ist, was der da gespielt hat. Und dann übernimmst du das in dein eigenes Repertoire und nimmst das in deine eigenen Solos mit auf. Ja, und das ist natürlich ganz fantastisch. Yeah! Und jetzt lade ich dich noch ein zu den Sax Masters, meiner Online-Saxophon-Schule. Wir haben natürlich einen Improvisationskurs, in dem du das Improvisieren sehr intensiv lernen kannst. Von ganz einfachen Songs, in denen wir nur mit Pentatonik-Tonleitern improvisieren, bis hin zu sehr komplexen Songs mit anspruchsvollen Akkordwendungen, wo du also lernen kannst, wie man zum Beispiel auch im Jazz sehr anspruchsvolle Solo spielen kann. Ich freue mich darauf, wenn du das bei den Sax Masters machst. Bis dann. Ciao.